Für die Energiewende gibt es sehr viel zu tun. Wir finden auch, dass Balkonkraftwerke dazu einen kleinen Beitrag leisten können, angesichts bei den ganzen Herausforderungen, vor denen wir da stehen. Ich nehme mal auch an, dass heute am Anfang der Sitzung, als es darum ging, das Potenzial von Dachflächen in städtischem Eigentum, dass da die ganzen Dächer der GWG noch gar nicht mitverrechnet waren oder von der GmbH oder mit städtischen Beteiligungen, sondern wirklich den eigenen städtischen Liegenflächen. Also auch da ist noch sehr viel zu tun. Und es hat mich gerade gewundert, dass es eine kontroverse Diskussion im Ausschuss gab. Und es kann natürlich sein, sobald man nicht mal in Opposition ist, verstehe ich nämlich mehr, warum wünscht man sich keine Opposition mehr. Also es geht ja tatsächlich um den inhaltlichen Punkt. Förderprogramme entwickelt man ja, um genau dort, wo noch Lücken sind, Entwicklungen anzustoßen. Und Entwicklungen, die sonst gar nicht stattfinden können. Weil nicht jeder hat ein Dach, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich selbst so ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. Und mit dem Ursprungsantrag, der ja tatsächlich eine Gießkanne war. Das ist ja nicht nur der Effekt, dass ein paar mehr ein Balkonkraftwerk haben, sondern im Prinzip verstärkt es sogar die Ungleichheit, die da ist. Weil die einen, die es sich schon leisten können, die bekommen nochmal eins oben drauf und bekommen nochmal 150 Euro. Und das ist eigentlich ja vor allem der Kernbestandteil ihres Antrags. Und die anderen sind weiterhin raus. Das heißt, die einen zahlen weniger für Strom, bei den anderen bleibt es gleich. Und dadurch erhöhen sie sogar, ist der Effekt davon letztendlich die Ungleichheit. Und ich möchte mal erinnern, im Bürgergeld sind 42 Euro monatlich für Energie und Wohninstandhaltung vorgesehen. Wir hatten 2021 8.200 Sperrandrohungen für Gas und Strom, aber der Auseinandertritt, den weiß ich nicht, und 1.695 tatsächliche Sperren. Das heißt, das ist doch eigentlich der Bereich, wo wir dran müssen. Dort, für diejenigen, die sich den Strom bisher einfach nicht leisten können und ihn auch nicht zugestanden bekommen, weil das Bürgergeld zum Beispiel das nicht vorsieht. Ich finde es gut, dass es jetzt die Änderungen noch gab für Beziehende von Sozialleistungen, aber ich finde, das ist so dermaßen unkonkret im Vergleich zu den 150 Euro. Ich finde, eigentlich hätte man dann auch die 150 Euro. Das müsste ja Teil von dem Finanzierungskonzept sein. Also wen wollen wir fördern? Die es sich vielleicht jetzt auch schon leisten können und die vor allem vielleicht ja sogar ein Dach haben und wo ja dann sogar besser wäre, sie machen sich wirklich eine Photovoltaikanlage aufs Dach, statt einfach noch die Förderung mitzunehmen und nur den Balkon oder die Terrasse zu bespielen, sondern tatsächlich dort die zu fördern, die sich sonst eben nicht leisten können. Sie sagten, Förderrichtlinie möglichst einfach, das wäre es ja trotzdem. Also wir müssen halt als Stadtverordnete entscheiden, was ist die politische Richtung. Und ist die politische Richtung, einmal die Botschaft 150 Euro, könnt ihr ein Balkonkraftwerk kaufen, also um die gute Botschaft zu haben, wir machen was fürs Klima und alles andere wird dem Magistrat überlassen. Oder ist die Botschaft hier, wir wollen auch, dass diejenigen, die bis jetzt noch nicht die Möglichkeit haben, die aber vielleicht an der Fassade oder am Balkon auch noch was einsparen können, um nochmal zusätzlich zur Energiewende beizutragen, dass auch die Teil an dieser Energiewende haben können, ohne dass sie dafür am Ende die Rechnung zahlen. Genau, der dritte Punkt, möglichst einfach, heißt auch im Moment, man braucht die Genehmigung des Eigentümers. Und gerade die Mieterinnen sind eben nicht im Eigentum ihres Hauses oder ihrer Wohnung. Sie sind davon abhängig, dass Eigentümer das ermöglichen. Wieso übernehmen Sie also nicht den dritten Punkt in unserem Änderungsantrag? Und auch hier zur Ehrlichkeit, den Änderungsantrag haben wir uns ja nicht selber ausgedacht, sondern haben wir eigentlich aufgenommen von Expertinnen in dem Bereich, die wissen, wer holt sich denn im Moment Balkonkraftwerke, was sind da eigentlich gerade die Schwachstellen, wie muss man nachprüfen und haben das von dort auch übernommen. Und da heißt es eben, die GWG genehmigt das im Moment nicht. Und ich meine, es hat nicht mal jeder Balkon, also zumindest von den GWG-Wohnungen, dort gibt es viele Balkone. Und warum wollen Sie nicht, dass Teil des Programms ist, dass die Stadt auf die Wohnungsbauunternehmen zugeht und eben sagt, dass es ohne größere Auflagen zu genehmigen ist. Übernehmen Sie das doch auch noch in Ihren Antrag ganz pragmatisch, damit ihr das schnell nach vorne kommt, dass wir das lieber über die Stadt regeln, dass statt dass jeder einzelne Mieter sich dorthin wenden muss, um dort auch tatsächlich Unterstützung zu haben und für alle eine Energiewende zu machen.